Ende Mai, Anfang Juni wird es wieder wärmer. Die Vögel zwitschern. Es summt und brummt um uns herum und etwas ganz Besonderes ist reif. Eine Frucht, auf die wir uns schon das ganze Jahr freuen. Die Erdbeere. Hallo und herzlich willkommen bei Garten im Ruhrpott. Meine Frau Bess und ich, Dennis, heute mal in einer ganz anderen Art Video für euch da. Wir haben mal versucht, ein bisschen mit Schnitttechnik zu arbeiten, um euch ein bisschen besseren Einblick in unseren Garten zu geben, damit es nicht ganz so langweilig ist, als wenn immer nur einer vor der Kamera steht und quasselt, quasselt, quasselt. In unserem heutigen Video geht es um diese besonderen Früchte. Ich hoffe, man kann das richtig sehen. Die Erdbeere. Dass Erdbeeren botanisch gesehen eigentlich gar keine Beeren sind, sondern Sammelnussfrüchtchen, stört uns eigentlich nicht weiter. Denn ganz wichtig ist uns nur, sie müssen sehr gut schmecken. Und das ist definitiv der Fall. Sie riechen schon super gut, sehen knallig rot aus und sind mega lecker. Wir bekommen gar nicht genug davon und das ist immer ein Highlight im Garten, kann ich euch sagen, wenn die ersten Erdbeeren reif sind. Aus Erdbeeren kann man sehr viel machen, wenn sie es denn mal ins Haus schaffen. Obwohl unser Haus nicht so weit weg ist, sagen wir mal so 100 Meter Luftlinie, schaffen es kaum in die Wohnung, weil die werden einfach schon im Garten gegessen. Das ist nicht ganz optimal, aber naja, es schmeckt einfach, oder? Ja. Meine Frau stammt ja aus den Philippinen, wo es Erdbeeren auch gibt, aber die sind deutlich teurer als bei uns, weil die Philippinen haben ein viel wärmeres Klima und deswegen wachsen die Erdbeeren dort nur an speziellen Plätzen, die meistens höher gelegen sind, zum Beispiel in Baguio. Und sie war schon von Anfang an ein Fan dieser leckeren Früchte, aber bei denen kosten die natürlich vergleichsweise auch ein Schweinegeld. Und als ich ihr dann Fotos geschickt habe von meinen ersten Erdbeerversuchen, womit ich überhaupt mit dem Gärtnern angefangen habe, hat sie sofort gesagt, das sind meine, die kriegst du nicht. Ne? Stimmt? Ja. Und da hat sich bis heute nichts geändert. Von unseren ganzen Früchten, die wir haben, ich krieg keine. Wie ihr seht, ich bin total vom Fleisch gefallen. Da ist nichts mehr dran, nur noch Haut und Knochen. Insgesamt haben wir, wie viele Pflanzen haben wir? Was sagst du? 200? Ja. Mehr als 200? Mhm. Aber trotzdem nicht genug. Ja, also wir hatten in diesem Jahr schon 150 bis 200 Ableger, wovon viele im Garten geblieben sind, damit wir unser Erdbeerfeldchen vergrößert haben. Und so langsam kommen wir halt in einen Bereich, wo dann auch wirklich in Anführungszeichen genug Erdbeeren für zwei Personen da sind. Wenn jetzt natürlich noch die Freunde mit den Kindern kommen und die ganzen Erdbeeren abfräsen, dann bleibt relativ wenig für uns. Aber bisher haben wir immer einen Weg gefunden, dass wir zumindest noch Erdbeermarmelade einkochen konnten. Hier seht ihr jetzt eine unserer Reihen, Erdbeerreihen. Die sind relativ eng gepflanzt. Die sind jetzt auch schon im dritten Jahr und tragen jedes Jahr immer mehr Früchte. Man soll Erdbeeren maximal 3 Jahre an einem Standort lassen, weil danach die Produktion nachlassen würde. Das werden wir jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren, ob dem wirklich so ist. Wenn sie weiterhin gut tragen, dann können sie da definitiv stehen bleiben. Wir haben unsere Erdbeeren das ganze Jahr über gemulcht. Zusätzlich kommt, sobald sich die Früchte beginnen auszubilden, noch eine Lage Stroh auf dem Boden. Das hat den großen Vorteil, dass die Erdbeeren keinen direkten Bodenkontakt haben und somit nicht so schnell verrotten oder halt schimmeln. Ein kleiner Nachteil ist, Schnecken lieben das und können sich sehr gut darin verstecken. Man kann so viele schöne Sachen aus Erdbeeren machen. Da ist zum Beispiel die Erdbeermarmelade. Dann natürlich kann man sie am besten roh direkt von der Pflanze essen. Man kann aber auch einen Smoothie draus machen. Dann kann man Kuchen machen. Na, und Erdbeerquark und Erdbeereis kann man auch machen. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Diese Früchte sind super einfach anzubauen. Jeder kann das machen. Egal ob Garten, Balkon oder nur eine Fensterbank.
egal, Erdbeeren gehen immer. Und das zeigen wir euch in dem heutigen Video. Wir geben euch Praxistipps, was ihr zu beachten habt. Dass das nicht so viel ist, ist nicht schlimm. Je einfacher, desto besser. Sehr anfängerfreundlich. Also, los geht's. Bevor die Erdbeerpflanzen in den Boden kommen, werden sie erst einmal ordentlich von uns gewässert. Dafür stellen wir die ganze Pflanze inklusive Topf in einen großen Eimer mit warmem Wasser und lassen sie so lange da drin stehen, bis keine Luftblasen mehr auftauchen. Das sorgt dafür, dass die Pflanze bestmöglich anwachsen kann. So, wir haben jetzt die Löcher gegraben. In diese sollen die Pflanzen rein. Als erstes benutzen wir Urgesteinsmehl. Das bringt noch ein paar Mineralien mit, die gut für die Pflanzen sind. Kriegt man in jedem Baumarkt oder auch online. Anschließend kommt die Pflanze. Die haben wir ja eben gut gewässert. So, meine Frau lockert die Wurzeln unten ein bisschen. Und dann wird sie eingepflanzt. Ganz wichtig ist, dass die Pflanze nicht tiefer gepflanzt wird, als sie vorher war. Das Herz der Pflanze, was man hier in der Mitte jetzt sieht, so, das hier, das darf nicht mit Erde bedeckt sein. Nämlich, wenn das der Fall ist, dann stirbt die Pflanze. Das wollen wir jetzt schließlich nicht. So, das Ganze machen wir jetzt noch mit weiteren Pflanzen. Als erstes kommt wieder Urgesteinsmehl. So, sie schneidet jetzt gerade noch die alten Blätter weg. Oder die kaputten Blätter, nicht die alten. Dann wird wieder in die Erde gesetzt. Ordentlich angedrückt. Und mit Erde aufgefüllt, aber auch hier, wie gesagt, nicht tiefer als es vorher war. So, am Ende wird das Ganze noch ordentlich angegossen, damit die Pflanze auch bestmöglich anwachsen kann. Dieses Prinzip gilt sowohl für den Boden als auch den Kübel, als auch irgendwie einen ganz kleinen Topf, den ihr habt. Überall wachsen Erdbeeren, die kann man auch überall schön bequem hinstellen. So wie wir das hier jetzt zum Beispiel einmal exemplarisch gemacht haben. Wir stehen bei uns einfach im selben Kübel wie unser Mini-Kirschbaum und wachsen dort prächtig. Also man kann da nicht viel falsch machen. Oh, ihr seid schon wieder da. ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Und würden uns sehr freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Wenn ihr noch nicht getan habt, abonniert unseren Kanal. Und ihr könnt uns auch gerne auf unserer Webseite www.gartenimruhrpott.de besuchen. Wir freuen uns auf euch. Ciao. Lecker. Mmh. Super. Mmh. Ich bin ein Fan von Erdbeeren. Ich auch. Mhm. Sehr schön. Oh, Cut. Mhm.